Na klar. Diesmal hätten die Deutschen wahrscheinlich ziemlich schlechte Karten. Na, mal schauen. Wieso? Ich glaube es doch eigentlich gar nicht. Die sind gut im Training, also. Ja, wenn jetzt schon vier Stück schon mal nicht mitspielen dürfen. Ja, okay, gut. Ist ja schon mal blöd. Was ist denn euer Favorit? Also jetzt so mal, was sagst du, Finale? Wie könnte das aussehen? Also. Also ich sag, dass es Spanien wieder wird. Und du sagst, Spanien macht da drin. Ja, Okay, wann weil spielen die das erste Mal? Das ist jetzt. Spanien kann ich gucken. Also ich sag mal so, ich habe gesehen jetzt in die Vorrunde, also als Gegner, den Spanien da hatte, da habe ich auch gewettet drauf, wieder ein Ja, Wettbüro. Spanien spielt am Montag, jetzt am Montag. Okay. Gegen wen? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die heißt. Wo ist? Das Land. Ja. Weil Türkei spielt ja auch am Montag, oder ist es noch Sonntag? Ich glaube, das ist noch so. Ah, nee, Sonntag ist Türkei. Also, das ist morgen. Ja. Also die spielen noch ziemlich oft die Spanier. Ja, die müssen ja auch spielen, ne? Das sind immer drei, ne? Sind da drei Spiele, bis sie Ja, nach dem ja. Finale sich qualifizieren. Ja, du darfst nicht vergessen, de, noch bei mir am Schluss reinzuschauen. Ja, natürlich. Na, Was wir haben ja ich. noch Zeit. Also, das ist Ja, einfach. ja. Ja, wie gesagt, also ich hab den Timer jetzt, wie gesagt, hier im Vordergrund zu laufen. Also das ist Ja, kein Herr Problem. Drachen, wo stecken Sie? Ja, ich muss Holz holen, was sonst? Bei mir in der Baumfarm, in der neuen. Ja. Ne, dann hat die doch wenigstens hier seinen Sinn gehabt, die hier zu bauen. Das ist doch toll. Ne, finde ich doch richtig super. Und ich glaube, von der Größe kommen wir da auch hin. Also das sieht schon eigentlich, ja doch, das kommt hier von der Größe. Das ziehen wir jetzt hier noch lang. Ich baue mal hier sogar noch einen zweiten Eingang hin. Mal gucken. So. Alles wird eingezäunt hier. Also typisch Berliner. Berliner Mauer wird wieder gezogen hier. Ja, ich zäune das hier mal ein, so ein bisschen. Ich weiß zwar noch nicht so richtig, wie ich denn da rüberkommen will. Da müsste ich jetzt hier das alles ja in den Berg hier reinmachen. Das will ich eigentlich gar nicht. Warte mal, wollen wir das wirklich so machen? Jetzt kommen wir vielleicht auch so ein bisschen versetzt. So vielleicht. Ja, das könnte. So. So ein paar Zacken reinmachen. Zack. Ja, jetzt sind die Dinger alle. Da müsste ich mir jetzt eh mal neue herstellen eben. Ja, komm, den Zaun, den ziehen wir jetzt noch fertig und dann gehen wir mal den Drachen besuchen. So viel Zeit muss sein. Und dann checken wir das Ganze mal aus. So. Nee, Quatsch, hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Wohl scherzen Drachen. Ja, mache ich auch gleich. Aber erstmal, wie gesagt, hier kurz mal den Zaun noch fertig ziehen. So, haben wir 64, die sollten eigentlich reichen. So. Zack, zack, zack. Ah, hier machen wir das so. Ja, das passt. Ja, so sieht das gut aus. Das ist schön mit so einer Kanten da drin, mit so einer Ecken. Das ist ganz, ganz cool. Noch schön Fackeln darüber. So, mache ich wieder Dreierabstände. So, 1, 2, 3. 2, 3. So, machen wir da einen hin, da einen hin, da einen hin, da einen hin. Und das sieht doch ganz dufte aus. Und da einen hin. Cool. Ja,
Das nächste, was wir jetzt hier machen werden, liebe Zuschauer, das wird sein, wenn wir jetzt die nächste LP-Folge machen. Entweder mache ich das wieder off-cam, dass ich sage, okay, wir gehen jetzt mal so ein bisschen in den Rowfeed Forest rein, um da mal so ein bisschen uns die Schwarzeichensetzlinge zu holen. Oder wir machen das zusammen, das könnte man auch machen. Das werden, schätze ich, noch zwei Aufnahmeseasons sein, die wir jetzt hier mit der Baumfarm im Endeffekt dann verbrauchen, die wir investieren müssen, bis die dann letztendlich komplett fertig ist. Macht aber nichts, wir haben jetzt schon so die wichtigsten Bäume hier, das heißt die Birke, ja, die Akazie und auch die normale Eiche, die Schwarzeiche. Okay, da haben wir ein Problem. Bei den Fichten mache ich mir gar kein Problem. Hier haben wir erstmal noch zwei, die habe ich einfach so hingesetzt. Ihr seht das schon, ich wollte hier wieder so einen Tannenbaum haben wie vorne. Und da oben seht ihr schon verteilt da die ganzen Flecken dort in der Landschaft. Die sind auch alles Fichten. Da haben wir das Glück, dass wir hier diese Plateaus haben, wo auch die Fichtenbäume wachsen. Aus diesem Grund bin ich ganz zufrieden. Dschungelbäume brauchen wir auch nicht. Die haben wir da hinten. Da werden wir nur die kleinen hier züchten. Da ist auch eine kleine Reihe frei. Vielleicht machen wir das da hinten, da wo die Ecke da ist, da wo ich gerade gemacht habe. Ja, und dann ist das Projekt abgeschlossen. Und es geht dann in dem LP dann im Prinzip weiter in dem Geschichte mit dem End. Das heißt, wir werden uns den Kampf mit dem Ender Dragon liefern. Da werden wir aber vorher noch die Festung ein bisschen erforschen. Ich denke, insgesamt wird das zwei Aufnahmeseasons gehen. Wann ich sie drehe, Leute, das kann ich euch jetzt nicht versprechen. Wir haben jetzt, wie gesagt, 7 Tage Material vorhanden hier mit dem Drachen, den wir jetzt gleich nochmal besuchen werden dort oben. Mal schauen, was er gebaut hat. Und ein Haus? Das ist schön, das gucken wir uns jetzt an und dann schauen wir einfach mal, wie es dann weitergeht. Eine kleine Pause, Minecraft-Pause, gönne ich mir einfach noch, sobald es aber mit dem Filmen wieder ein bisschen abgekühlt ist, dass da nicht so viel rauskommt und auf Arbeit auch nicht so viel Stress ist, dann werde ich ganz klar wieder vorproduzieren, sodass ich jeden Tag eine Folge gewährleisten kann. So, dann stolzieren wir mal hier nach oben und schauen wir mal da, was das Haus macht bei den Drachen und der Ramona. Mal gucken. Diese Treppe ist immer noch sehr gefährlich hier. Zum Glück ist da unten Wasser, da kann man notfalls reinhüpfen. Betrunken darf man hier nicht sein. Nee. So, Tor steht offen, wunderbar. Hier sind ein paar Bäume gesetzt worden. Hier ist das Ehebett, direkt am Zaun. Ja, sieht doch von hier oben ganz hübsch aus. Ne? Da kann man schön auf den Wänden stehen und dann so, wow, gleich auf dem Pool. Die Drachen ist noch beschäftigt mit der Schwarzeiche. Na klar. Ramona hilft mit und da können wir uns mal das anschauen, was da los ist. Hier ist die kleine Base, die Station, die errichtet worden ist. Die schaut da so aus mit den Kisten. Hat er ordentlich gefarmt. Das sind wahrscheinlich die Sachen hier, die wir dorthin platziert haben. Das darf der Mario dann auch schön sortieren. Da sind die Sachen, so Kompass, alles drin, die wichtigsten Sachen, wenn man auf Reise geht. Schöne Stein. Grüße an E, wenn er was sieht. Grüße an den Mario, genau, richtig. Wenn er noch zuschaut, ich weiß es nicht. Ja. Hier scheint der Eingang zu sein, oder? Ja. Okay, da ist der Eingang. Und da steht Go. da steht jetzt Go. Könnte auch eine 60 sein oder da fehlt einfach nur ein Stückchen Wooden Planks hier, diese Bretter. Ja, Laminatboden. Okay, das hier so verlegt worden als Block. Ist auch cool, kann man natürlich machen, klar. Und auch mit der Birke, das sieht natürlich richtig cool aus. Und ordentlich Platz ist hier auch, also da kann man schon eine ganze Familie hier einziehen. Im Keller wird es bestimmt auch noch dann später mal geben. Ja, prima. Ja, das ist auf jeden Fall protected, lieber Drachen. Das wird auf jeden Fall hier bleiben, für immer und ewig. Hast du dich hier verewigt. Und du bist gerne eingeladen, beim nächsten Mal wieder mitzumachen. Dann, wenn wir dann die Zeit finden und, wie gesagt, der Ablauf dann voll ist, wenn ich wieder dann halt Bedarf habe, dass dann jemand mal mich versuchen kommt. Kann, sodass wir mal ein bisschen mal was anderes machen, um Abwechslung zu bieten, das bei dir auch passt und du Bock drauf hast, dann kannst du gerne daran weiterbauen. Also. Ja, gerne. Wäre doch cool, ne? Und Ramona natürlich auch, ne? Ist ja logisch. Ja, vielleicht kann ich dich ja, wenn du mal wieder Zeit hast, bei meinem Let's Play mal wieder einladen, dass du mal wieder bei mir bist. Ja, gerne. Also wenn wir da mal Zeit finden sollten, gut, wie gesagt, die nächste Zeit, die wird jetzt wirklich ein bisschen schwierig sein, weil ich, wie gesagt, mit der Filme was tun will, mit einem Seminar, weißt du, weil ich mache jetzt so ein Seminar auf Arbeit, da will ich mich jetzt so ein bisschen drum kümmern und das dauert auf jeden Fall, da muss ich viel lernen, denke ich, und ich weiß noch nicht genau, wohin die Richtung geht, da muss ich mir wirklich noch ein paar Gedanken machen und viele Familienaktivitäten kommen jetzt auch noch. Mit meiner Süßen will ich jetzt, wie gesagt, viel, viel filmen. Wir sind gerade dabei, den Kanal auf Vordermann zu bringen. Da ist Zweisamkeiten und ja, so ist das halt, ne? Ja. Aber sieht doch schön aus. So, jetzt trinke ich erstmal noch ein Schlückchen Bier hier. Ja, mach das mal.
Ja, erstmal wollte ich mich an dir Dankeschön aussprechen, dass du mich eingeladen hast Wie bitte? in deiner schönen Welt. Ich habe das mal in meinem Let's Play mal bei dir was angesprochen, was du hier mal ein bisschen machen könntest, ein bisschen Abwechslung mit Steinen. Dass du nicht mal Bruchsteine verwendest oder beispielsweise so, wie ein bisschen Abwechslung mit anderen Steinen, mit Holz oder so. Okay. Ja. Ja, das können wir machen. Aber schon. Hast du schon die Villa oben gesehen? Eigentlich war es schon oben. Nein. Und dann können wir noch machen, wenn ihr Bock habt. Ja. Dann können wir mal hochgehen. Aber wir haben ja, also das aktuelle Bauprojekt, das ist ja das im Prinzip, also wegen dem Material, ne? Mein. Autsch! Also eure Treppe ist hier fertig hier, Leute. Das ist ja wichtig. Gut, dass wir hier in Peaceful spielen. Ich glaube, da muss ich ein Geländer heimlich ranbauen. Ich baue die noch um. Ich glaube auch du. Ja, also wie gesagt, also aktuell, wie gesagt, da hinten, das ist ja Aqua City, was wir haben. Das soll ja diese Wasserstadt werden. Das habt ihr gesehen wahrscheinlich, dieses blaue Teil, was da mit Dings drin steht. Und zwar ist hier die Aufgabe, dass ich da so viel bauen möchte wie aus Wasser, ohne so viel feste Materialien. Also tatsächlich nur die fließenden. Das heißt also hauptsächlich Wasser in Verwendung. Es ist eine Idee, die hatte ich schon mal auf dem Server gemacht. Und zwar war das bei dem Fishes mit auf dem Server. Da war der Mario, also der Steve Hatton ist auch mit bei. Das war Pandas 2.0. Und da hatte ich auch so was Ähnliches schon gemacht, allerdings im Creative. Und das fand ich ganz interessant, so Aqua City zu bauen. Weil ich mag das auch irgendwie so ein bisschen eine experimentellere Architektur. Und da kann man schon sehen. Also von hier sieht es eigentlich mal ganz ziemlich cool aus, finde ich, mit der Kuppel. Seht ihr das? Ja. Also wir können ja mal ganz kurz mal rübergehen. Und das ganze Gebäude ist tatsächlich jetzt so komplett aus Wasser. Also wir haben da natürlich feste Materialien zu Anfangs verwendet. Das muss man auch machen, weil es ja logisch, irgendwo muss ja der Block her fließen. Nur hier in Minecraft ist es natürlich von der Physik her so witzig irgendwie, dass das Wasser auch tatsächlich in der Luft stehen bleibt. Ja, das finde ich natürlich ganz cool hier in Minecraft. Somit hat Ja. man da natürlich tolle Möglichkeiten zu machen. Das nennt sich dann Wasserbeschneidung. Und somit kannst du natürlich die irresten Muster da reinbringen und die, wie sagt man, die Ecken zum Beispiel, so wie hier jetzt, ne, dass es so eine schönen Kanten gibt, die dann halt aber trotzdem fließen. Also man kann jetzt hier komplett durchgehen gleich, das wirst du sehen. Und das ist natürlich irre. Das ist der beste Creeper-Schutz, sage ich immer. Ja, da Ja. kommen natürlich noch andere Türme, werden noch gebaut, nur da muss ich halt Zeit für haben. Und das ist jetzt so das aktuelle Projekt, was jetzt hier im Creative so teilweise entsteht, ein bisschen auch im Survival. Und Beispiel diese Blöcke, die habe ich aus dem Ocean Monument verwendet, den habe ich ja gelootet und deswegen dachte ich mir, die machen sich ja ganz gut auch mit den Lapisblöcken und hier mit den Obsidien, das ist immer so eine schöne Kontrastsetzung. Und wenn man dann hier so reingeht, das hat schon so dieses Epochale, ne, indem du schon so siehst, so, guck mal, das ist ja so richtig so, ja, Vorsicht, der Boden, ich wollte es gerade sagen, der ist noch nicht gelegt worden. Und oben auch das, wie gesagt, mit dem Muster, da habe ich gelbes Glas verwendet. Ja, das Ganze muss jetzt hier trockengelegt werden, bis auf den Grund. Und dann habe ich hier so diese kleine Base und von dieser Base aus werde ich dann Aqua City weiterbauen. Dass es unten so eine kleine Kuppeln gibt, so ähnlich wie beim Legends Server, da hatten sie das ja auch gehabt. So, da gab es ja so diese, die Stadt der Azurianer oder was das da war, ne? Diese Unterwasserstadt. Ja. Und ja, und das soll dann quasi gekoppelt werden hier drüben, da wo du jetzt diesen Dschungel siehst. Da Ja. kommt jetzt dann noch ein Tempel hin, ein spiritueller, den hat sich auch der Mario gewünscht. Nur da habe ich halt noch nicht so wirklich die Idee und auch noch nicht so das Material dafür. Ja, und Ja. es ist überhaupt die Frage, ob er wiederkommt, ob er Genau. Das ist richtig. Das weiß man ja nicht. Ja, also da würde der dann da hinkommen in den Dschungel. Ja, dann ist hier natürlich der Bunker. Das ist ein Projekt, das hast du ja auf meinem Kanal wahrscheinlich auch schon entdeckt. Das ist das Let's Build Bunkerwelten gewesen. Hier gab es Probleme mit einer Snapshot-Version, sodass ich die Originalwelt leider zerschossen hatte. Und ja, da konnte ich nicht weiterbauen. Und dann hatte ich es auf dem Server gebaut. Dann ist der Server leider, ja, wurde, Ja, bei Herrn Fisches können wir uns da bedanken. Da hat er wohl anscheinend kein Euro übrig gehabt, um rechtzeitig noch zu sagen, komm, wir verlängern den. Und somit war der auch weg, also musste ich den hier komplett neu bauen. Und das habe ich dann wirklich alles in einer Nacht gemacht, deswegen ist der nicht fertig. Und ja, da werde ich natürlich darauf achten, dass ich den noch irgendwann im Laufe der Zeit dann fertigstelle. Ja, hier, wo ich gerade drauf bin, das ist jetzt hier der,
wie sagt man, der Atombunker, so wie ich so schön sage, für U-Boote. Da wollte ich auch ein U-Boot hier reinbauen, weißt du? Hier steht okay. Oben ein Schaf drin, ist ja komisch. Aber vielleicht hast du das da heimlich reingestellt. Eigentlich nicht, also das muss hier irgendwie rübergeschwommen sein aus dem Dschungel. Naja, und jetzt kann man hier nach oben gehen, zum Beispiel in diesen kleiner geheimer... Oh, was ist denn da los hier? Oh, was ist denn da los? Schaf, geh weg! Jetzt geht das Schaf da nach oben, hast du das gesehen? Ja, hey! So, jetzt kommt man auch wieder nach oben. So, das Schaf hat mich nicht hochgelassen, unglaublich. Genau, hier ist so ein kleiner geheimer Eingang. Und jetzt sind wir quasi drin in diesem Bunker. Hier ist interessant die Beleuchtung. Also ihr müsst euch vorstellen, hier sind das alles kleine Räume, die noch kommen. Also ihr könnt es prima erkennen, wie gesagt, in der Folge bei Mario auf dem Kanal. Da ist das Let's Show, wie das ausschaut. Und hier drin, diese Lava-Spots sind im Prinzip dann ausreichend für die Beleuchtung. Und ihr seht, wie viele Etagen das Ding noch bekommen wird. Also 1, 2, 3, 4 plus das Dachgeschoss. Und das ist der Originalmaßstab. Also der steht so auch in Berlin hier, in der Reinhardtstraße, Ecke Albrechtstraße. Und ist gebaut worden damals von Friedrich Thams. Ne? Und ja, später haben die Alliierten das Ding übernommen. Und ja, da habe ich viele Partys damals drin gefeiert. Und das war so die Inspiration gewesen, diesen Bunker hier in Minecraft mal nachzubauen als, ja, Let's Build-Projekt. Hier geht es natürlich auch runter ins Labyrinth. Da kann man runtergehen. Der ist tatsächlich auch so innen drin von der Inneneinrichtung ähnlich aufgebaut. Natürlich alles kann man in Minecraft nicht machen. Da haben wir zum Beispiel hier jetzt so eine Indoor-Farm gebaut, ne, aber das ist auch noch lange nicht fertig und noch lange nicht so, wie es haben will. Das hat ja ewig gedauert, hier oben auch dieses Schachbrettmuster zu bekommen aus Glowstone. Das war auch ewig und 3 Tage. Ja, hier sind auch Tiere schon ausgebüxt, wie ihr seht. Also da ist auch alles Kraut und Rüben hier. Hier ist noch eine kleine Tür, kann man reingehen. Da geht's nach unten. Und hier ist im Prinzip ein Trichterraum, wie ich ihn nenne. Und das ist im Endeffekt, man kann das sehen, hier ist eine Fließbewegung, die Monster spawnen hier, wenn wir die Monster anhaben, werden hier runtergedrückt, fallen hier im Prinzip durch diesen Tunnel dann da durch und ersaufen. Und da ist jetzt gerade ein Hase drin, wie der hier reingekommen ist, keine Ahnung, und ihr seht schon, der ersäuft. Hat auch ewig gedauert, in dieser Größe zu bauen, also das war wirklich auch richtig heftig. Guckt mal, da vorne seht ihr, wie groß das ist, Ramona, wie klein die da ist. Also das Ding ist schon ein paar... Blöcke, sag ich mal, groß oder entfernt. Ja, ist ein paar Blöcke groß. Ne, also das ist wirklich der Originalmaßstab und ich glaube sogar hier ist dann noch ein Stückchen größer. Ich glaube, 3 Blöcke müsste es größer sein als auf dem Panda-Server, da wo er fertig war. Aber es dauert halt einfach noch zu lange und das ist das Let's Show-Projekt, was ich mache zurzeit, da wo ich einfach noch warte. Also hier ist noch viel an Umbauarbeiten, die getätigt werden müssen. Muss ich mal gucken, wie ich das im Endeffekt hinbekomme. So, dann gehen wir nochmal hoch zu der Bergvilla. Und die haben wir noch. Die könnt ihr euch mal live anschauen. Weil auch, du ja meintest, wegen andere Blöcke verwenden. Da habe ich Quarzblöcke verwendet. Ja. Aus dem Netherhall. Ne? Dann habt ihr ja gesehen, diese langen Folgen, die ich hochgeladen hatte, da wo ich wirklich nur am Farmen war. Das war auch richtig krass. Jetzt muss ich mal gucken, wo es hier rausgeht. Ich glaube hier. Nicht, dass wir auf einmal im Wasser landen. Ja, ja, hier geht's raus, genau. Und wie geht's denn jetzt eigentlich weiter mit unserer Gruppe? Mit der Gruppe, die ist pausiert, wie gesagt. Also ich habe dich ja zum Admin gemacht, du kannst dort tun und walten, wie du möchtest. Ich werde die Verwerbung benutzen, das heißt, falls irgendwas Interessantes ist, dann werde ich das dort veröffentlichen. Ansonsten kannst du da gerne, wie gesagt... Ja, tun und walten, wie du möchtest. Ja, hier ist ganz klar, hier ist das Villager-Dorf, das habe ich künstlich angelegt. Das heißt, auch die Originalbauten, die damals generiert worden sind in Minecraft, ja heute ja immer noch, habe ich nachgebaut. Und es war ein Akt gewesen, hier Villager zu bekommen. Also ihr habt das ja gesehen im Video. Ich musste wirklich warten, bis Zombie-Villager kamen und die habe ich dann mit dem Trank der Heilung dann wieder zu normalen Villagern gemacht. Und das war schon krass gewesen, ja. Hier, die Baumfarm haben wir ja gerade schon gesehen. Die ist hier angrenzend, die wird jetzt noch abgeschlossen mit dem Zaun. Hier oben dann das Schwimmbad, was jetzt auch noch zum Sommer fertiggestellt wird. Das ist auch noch so ein Projekt, was dann jetzt in den nächsten Monaten fertiggestellt wird. Ich denke mal im Ende Juni, Anfang Juli. Da fehlt nicht mehr viel. Kann man schön ins Wasser gehen und schön schwimmen. Liegestühle gibt es auch schon da. Genau. Und hier geht es dann im Endeffekt wieder zurück zu unserem Acker. Hier vielleicht noch die...
diese Trankstation, die habe ich mir hier gebaut, wo man die ganzen Tränke und so machen kann. Könnte mal hochgehen. Unten die Netherwarzen, so viele braucht man ja eigentlich gar nicht. Aber ich habe halt auch Vorrat. Die ganz normalen Tränke halt drin. Ja. Und dann hier halt die ganzen großen Plantagen, die wir haben. Ja. Wirklich, also das ist wirklich Wahnsinn, dieser Acker hier. Der ist ja wirklich gigantisch. Ja, hier oben ist ein kleiner Zaubertisch drin in diesem Gebäude. Das benutze ich so immer so zum Sachen verzaubern und so eine Geschichten halt. Ja, dann ist hier, bin ich gespawnt, deswegen ist hier diese Säule, die habe ich hier immer mir erlaubt, aus Bedrock zu machen, unverwüstlich. Deswegen Spawnpoint am 4.01.2016 Game Gespenst LP4. Ja, weil Let's Play Nummer 3 nicht geklappt hat, deswegen ist es jetzt LP4. Und das habe ich im Endeffekt dann hier verewigt. Also genau auf diesem Block bin ich gespawnt, da oben auf den da. Ja, das ist doch noch die erste Hütte. Jetzt gehen wir mal hier rüber. Nochmal. Da seht ihr ja, da oben ist euers. Marios Gelände. Hier ist die To-Do-List. Die hast du ja auch übernommen, habe ich gesehen, bei dir im Let's Play. Die macht sich ja ganz gut, so eine To-Do-List. Ja, eben. Ja, und hier ist natürlich das, bin ich besonders stolz auch darauf, auf die Teleporter Station. Die macht sich wirklich prima. Da habe ich auch schon gerne jetzt dran rumgetüftelt. Können ja mal reingehen. Ja, jetzt kriege ich mir selber die Tür vor der Nase zu. So. Und dann können wir uns ja mal ein bisschen umgucken. Zum Beispiel hier habe ich alles beschriftet. Zum Beispiel jetzt einfach mal hier auf Iglo Plains klicken. Zack. Und ihr seht, ihr müsstet theoretisch jetzt hier auch gleich ankommen. Ja, ich sehe dich schon. Und Ramona sich auch so. Und dann sind wir natürlich jetzt hier in den Plains gelangt, ne? Und da seht ihr auch den Igloo. Der ist, wie gesagt, generiert worden. Den habe ich nicht selber gemacht. Das ist einfach so da gewesen halt, ne? Da ist ja ein Bett drin. Ja, genau. Die sind dann drin. Also die könnt ihr finden hier in diesen Biomen. Da gibt es die hier tatsächlich. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie häufig die vorkommen, aber ja, zumindest ist er da. Zurück zu natürlich ist auch klar, geht es wieder über den gleichen Weg, über die Teleporter Station. Ist auch immer beschriftet. Zack. Und dann kommt man hier quasi an dem Beamer wieder raus. So, das Gleiche Ja. geht natürlich auch in den anderen. Also, wir können auch gerne mal uns hier so eine Savanna und Desert angucken. Oder hier eine Mesa können wir machen. Ich klicke jetzt mal einfach auf die Mesa rauf. So, zack. Und dann seht ihr schon, seid ihr in der Mesa drin. Kann ich euch auch empfehlen zu machen. Das ist wirklich cool und übrigens interessant. Hier neben der Mesa ist gleich wieder ein Dschungel. Ja. Ja. Klasse. Komme ich wieder zurück. So, da bin ich. Wo ist der Drachen? Da ist er. Ja, ich bin noch da. Alles klar. Ja, schaffen wir das noch kurz zu der Villa hoch, oder? Ja. Gott, dann gehen wir noch kurz zu der Villa und dann verabschieden wir mal die Zuschauer, ne? Ja. Perfekt, so dann einmal hier raus. Hallo Schaf. So, und dann gehen wir hier diesen Weg lang. Ja, und die wollte ich ja unbedingt da oben hinbauen auf diesem Fels. Das war ja auch so wo ich gesagt habe, ja, genau deswegen im Endeffekt wollte ich ja da unbedingt hoch und auch diese Let's Play-Welt hier behalten, weil die einfach, ja, cool ist, finde ich. So, können wir hier aus dem Weg. Und da kommt man da nämlich nach oben. Hier so ein bisschen tempelmäßig gemacht halt, ne, mit dem Wasser. So ganz gut also eigentlich. Da steht Tür auf, Herr Klasse. Mach mal die Tür zu. Jo, ist so. Ja, ich weiß, die Mäuse laufen rein, ne? Ja. Genau. Die schnellen Ratten. Die schnelle Ratten, genau. Und jetzt geht's hier hoch im Endeffekt und dann, das ist auch das Witzige, wie ich das gebaut habe, ne? Die hast du ja verfolgt. Das war gar nicht so einfach gewesen, die Abstände hinzubekommen. Und dann echt dann nochmal hoch. Also das Ding, das ist wirklich direkt oben an den Wolken. Also extrem. Drachen von unten, Leute. Schaut mal, der hat blaue Füße. Ist das in Wirklichkeit ein Schlumpf? Wer weiß. Ah, das ist schon hoch hier, ne? Verrückt. Ach ja. So, siehst du, und da habe ich einen anderen Block verwendet. Das ist jetzt hier der Quarzblock. Ja. Und das nächste, was kommt, ich werde hier hellblaue Scheiben reinbauen, wisst ihr, und in drin vielleicht ein bisschen auch mit Gelbtönen arbeiten. Also gelb, transparent und hellblau. Das sind so die Töne, die ich machen will. Und die Verbindung, besteht dann quasi hier durch diese Tür. Ne? Und dann kann ich quasi jetzt auch auf dein Grundstück quasi raufgucken. Durch diese Bridge. Und da kann man auch schon sehen, da hinten euer Haus. Seht ihr? Das Problem ist einfach nur die Wolken. Weil die natürlich, direkt befinden wir uns da drunter.
Seht ihr, da ist das. Da kannst du direkt von der Insel zu der anderen gehen. Ja, jetzt erkennt man es deutlich, bei mir zumindest. Ja. Siehst du? Ja. Da. Sieht man unser Haus. Genau, richtig. Ja, dann könnte man von hier oben natürlich jetzt auch so einen Teleporter-Point setzen, dass du sagst, zum Beispiel in einer Notlage drücke ich unten auf den Knopf und dann seid ihr dann hier oben oder so. Das würde ja gehen. Ja, Leute, das war's gewesen mit der Aufnahme Season. Wir haben eine Woche Material da. Ja. Ist coole Sache. Also ich hatte auf jeden Fall richtig Spaß gehabt mit euch beiden und ich finde ich richtig cool, dass ihr euch hier verewigt habt bei mir in der Welt hier mit diesem coolen Haus. Und freue mich auch, wenn der Drachen dann wiederkommt und die Ramona und dort weiterbauen tun. Ne? Wir müssen ja das mal gucken, wann wir das hinkriegen. Ja, wollen wir uns auch kurz zusammenstellen hier irgendwie so Gruppenfoto machen hier? Komm, das geht noch. Ja. Wo seid ihr? Ich komm. Da. So. Jawohl, na, das sieht doch mal dufte aus hier auf der fliegenden Insel. Ja, dann sage ich schon mal meine Zuschauer, schönen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch die Woche Spaß gehabt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich mache noch eine kleine Pause, jetzt Minecraft-Pause nach dieser Woche. Und wir sehen uns aber hundertprozentig wieder. Ich sage ciao. Ciao. Ciao.